Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 45 zu meinem Podcast. Herzlich willkommen zurück und ja, all denen, die vielleicht neu eingeschaltet haben, auch ein herzliches Hallo aus Minga. Und ja, legen wir doch gleich los. Ich habe ein bisschen was zu zeigen, weil ich ein bisschen monogam ausnahmsweise mal gestrickt habe, aber trotzdem gibt es ein bisschen was zu zeigen. Ja. Ja, legen wir doch gleich mal los. Ich habe gestern Abend ein paar Reihen weiter gestrickt, damit ich auf der gleichen Höhe bin wie die Meisenheidi, die ja jetzt ihren Namen weg hat. So gehört sich das. Und zwar haben wir so einen kleinen Mini-Kall und stricken gemeinsam das Tuch von der Susanne Sommer, das New York. Und ich stricke das aus Rohrspatz und Wollmeise Pure. Und zwar aus den Farben Feldmäuschen und der Elisabeth. Und es gibt natürlich noch eine dritte Farbe. Aber so weit bin ich noch nicht. Also ich habe seit dem letzten Mal unglaublich viel gestrickt. Das Tuch ist schon fast fertig. Achtung! Nein, natürlich nicht. Also ich habe, wie gesagt, gerade hier so ein bisschen aufgeholt, dass ich jetzt mit der Heidi auf dem gleichen Stand bin. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen uns ähnlich wie beim Kunkelkall, also nehmen den als Vorbild und ja, machen da auch pro Woche, setzen wir uns so ein Wochenziel, dass ein bisschen was vorangeht. Weil das Tuch ist total schön, es strickt sich auch echt wunderbar. Man muss sich halt, also Mühe konzentrieren, das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich finde auch eigentlich ist es ganz gut geeignet, wenn man vielleicht noch nicht so viel Brioche zum Beispiel gestrickt hat. Weil, wie ihr schon seht, da sind jetzt immer nur so kleinere Passagen drin. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz gut geeignet. Also traut euch ruhig mal, es ist wirklich schön. Und ja, hier, ihr seht, ein paar Fäden hängen hier wohl noch. Und ja, ich musste von der Nadelstärke her, bin ich ja erstmal eine viertelte Größe runtergegangen, wobei ich glaube, dass ich nochmal runtergehe, weil es dadurch, dass ich unglaublich fest stricke, also nicht, ja, muss ich vielleicht, wie gesagt, doch nochmal ein Stückchen runtergehen. Ja, und seht, hier habe ich mir jetzt einen Marker eingebaut, damit ich ungefähr weiß, wo die Hälfte ist. Und ja, also strickt sich wirklich wunderschön. Ich weiß auch nicht, aber ich mag, ihr werdet es gleich sehen, den Fortschritt von letztem Mal. Ja, ich bin momentan süchtig nach einem anderen Projekt, was aber wie gesagt dem, also das nicht irgendwie, ja, dass das jetzt irgendwie minderwertig oder was weiß ich was ist oder mir keinen Spaß macht, aber was anderes macht mir halt einen Ticken mehr Spaß. Ja, und es strickt sich aber wie gesagt wirklich wunderschön und ja. Schauen wir mal, ob ich da bis in 2 Wochen ein bisschen mehr dran gemacht habe. Also hier ist die Teekanne, Kaffeekanne, was auch immer dran. Und ja, schauen wir mal. Aber das wird schon. Ach ja. Aber ich finde es auch immer wieder spannend, wie dann aus so einem Stück, also das ist übrigens die Rückseite, genau, so. Aus so einem Stück, wo man ja denkt, so was, das soll mal ein Tuch werden. Ja, da wird wirklich mal ein Tuch draus. Also ich finde das wirklich sehr interessant und spannend, dass dann aus so ein paar Maschen nach einer Zeit doch irgendwas wird. Also finde ich jedes Mal wieder faszinierend und sehr spannend. Ja, so, Tasche darf hier sitzen. Ja, dann habe ich weiter gestrickt und es raschelt jetzt vielleicht ein bisschen. An der Jacke Juna und ihr werdet gleich sehen, hatte ich das letzte Mal schon? Ne, ich glaube nicht. Ich habe das Rückenteil fertig gemacht, halt andersrum, so nämlich, also das ist eine Anleitung von Tanja Steinbach aus dem Flauschrauschbuch, Moment, aus diesem hier. Also da soll mal diese Jacke draus werden von der Tanja Steinbach.
Die habe ich ja im Rahmen des Flausch-Rausch-Kals vom Frickelcast habe ich ja mitgemacht. Und bin auch immer noch fleißig dabei, weil auch das strickt sich ganz wunderbar. Und ja, ich habe schon alle Fäden vernäht, natürlich. Also da habe ich diesmal das Rückenteil schon fertig. Und ja, hier, das hatte ich mitgenommen, damit ja, ich nicht immer das ganze Zeug mitschleppen muss. Und zwar bin ich hier beim rechten Vorderteil. Ich gerade schauen, dass ich euch das richtig rum zeige. Genau, das ist vorne. Also, das wird mal das rechte Vorderteil. Und ja, da habe ich auch schon ein ganz schönes Stück geschafft. Und es strickt sich auch recht witzig. Oder ist es das linke? Es ist das linke Vorderteil, glaube ich. Ja, ein Vorderteil stricke ich auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich nämlich das letzte Mal, da war dann ein Stricktreff bei oder von der Christine von Joël gewesen. Und da habe ich dann, danach hat es mich wieder gepackt und da musste ich dann weiter stricken. Und das stricke ich ja, also das Schwarze ist Herzkönigin mit Cumulus. Dann haben wir Pearl and Knit Wolle. Also hier ist auch noch das Mohair drin. Ich hoffe, das reicht mir. Aber das täuschte auch immer ein bisschen. Pearl and Knit Wolle, daraus habe ich ja auch den Elten gemacht. Und einmal hier Cumulus noch. Und nochmal Pearl and Knit, weil die hatte ich ja in meinem Stash noch gehabt. Und da, Moment, jetzt haben wir es geschafft. Dass wir hier alles verheddert haben. So, die hatte ich ja noch in meinem Stash gehabt und ich möchte einfach ein bisschen mehr für das, was ich dann kaufe, was ihr dann natürlich auch gleich sehen werdet, was ich wie gesagt selber kaufe, was mir nicht zur Verfügung gestellt wird, aber trotzdem ist es natürlich Werbung, weil ich hier Dinge in die Kamera halte und euch eventuell vielleicht, wie ich immer verleitet werde, auch zum Kaufen verleite. Ja. Genau. Also, das ist die Jacke. Juna strickt sich auch ganz hervorragend. Ich muss mich nur noch ein bisschen, Achtung, damit beschäftigen, wie das dann ist mit diesem, weil das machen viele deutsche Designerinnen, wo ich mich aber persönlich erst noch zurechtfinden muss. Das hat dann nichts damit zu tun, dass irgendwie die Anleitung schlecht geschrieben ist oder so. Das ist halt einfach eine andere Art. Wie es jetzt zum Beispiel, weil ich ja hauptsächlich englische Anleitungen stricke, was mir halt einfach leichter fällt. Wie gesagt, aber ist persönliche Meinung und das ist ja, wie es jeder gerne möchte, darf er das ja zum Glück machen. Also das ist ja, ich finde es immer wieder schön, dass man immer wieder was Neues lernen kann. Und ja, und das ist halt, manche deutsche Designerinnen, die machen das halt, also. Ich glaube zum Beispiel auch in den Strickheften von Lana Grosser ist es sehr häufig, dass die dann sagen, ja, mache dies und dies und mach's dann auf der anderen Seite gegen gleich so. Hä? Da muss man sich halt erstmal wieder dran gewöhnen, dass man ausnahmsweise auch ein bisschen was selber denken muss, was ja nicht schadet, weil bei den englischen Anleitungen steht es halt einfach mit dabei, gell? Tja, aber wie gesagt, ich meine, das. Da muss man sich halt dann erst wieder ein bisschen reinfuchsen. Und wenn man es dann mal verstanden hat, dann ist es so, ah, natürlich, das ist gemeint. Na klar, macht ja auch vollkommen Sinn. Muss man ja nicht alles nochmal hinschreiben. Ja. Und es ist dann immer so was, wo ich mich erstmal zurechtfinden muss wieder. Ach ja, genau. Ja, dann habe ich noch weiter gestrickt. Ach, jetzt habe ich hier vergessen, das einzupacken. Ich dachte mir schon, warum die Tüte so leer ist. Na, nochmal geraschelt. La 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 la. So. Dann, bevor ich euch das zeige, wo ihr wieder eventuell wegschauen müsst, wenn ihr noch nicht so weit seid, zeige ich euch den Rose Cardigan, den ich zusammen, und ich hoffe, ich bringe jetzt alle zusammen, mit der Tanja von Faserliebe, der Audrey von Faserplauderei, der Sandra. Die kommt sogar hier aus der Nähe, das fand ich ganz lustig.
Pink Panther Blau auf Instagram mit der Kaschmir-Kati, der Katrin aus Straubing und der Clara von Studio Seegerne. Stricken wir zusammen, wer hätte es gedacht, den Rose Cardigan. Und meiner wohnt hier in der tollen Tasche vom Björn, Mr. Pearl and Knit. Und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch. Manche Sachen, oder zumindest bei mir im Kopf ist das so, manche Sachen, ob jetzt Wörter oder manchmal auch einfach Bilder, triggern bei mir einfach Musik. Und das ist jetzt jedes Mal, wenn ich diese Tasche hier mit der Motte sehe und dann das Wort Motte triggert dann irgendwie von Nena das Lied mit Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Yeah. Tja. So geht's dann, ne? Und dann, ich finde es ja eigentlich immer ganz lustig, weil, gut, für manche Außenstehenden mag das dann vielleicht merkwürdig erscheinen, warum man dann auf einmal das Grinsen anfängt, aber das ist dann so, dann erinnert man sich wieder an irgendwas Schönes und es gibt ja dann auch die Version von dem Glatzkopf von den absoluten Beginnern. Ich glaube, Eisfeld heißt er. Der mit der Quietschestimme jedenfalls. Und der macht dann natürlich auch yeah. Ja, kleiner Exkurs, was in dem Kopf so los ist. Ja, gesagt, Hauptsache, man hat Spaß dabei. So, genau. Und ich stricke ganz fleißig und habe schon, Moment, genau, rosa. Ich habe mir nämlich hier Marker dran gemacht. Rosa ist. Also man muss es dann so zeigen, das ist jetzt aber die Rückseite, rechter Rückenquadrant. Aber ich zeige es euch natürlich von vorne, rechter Rückenquadrant. So. Und ich habe da auch erst, ich weiß gar nicht, hatte ich das das letzte Mal schon erzählt, erst Größe XS angeschlagen und musste das dann rippeln, weil irgendwie kam es mir dann doch ein bisschen klein vor. Ich weiß nicht, wie weit sich das noch weitet, aber irgendwie war es dann doch ein bisschen klein. Also. Rechter Rückenquadrant und man strickt es ja immer zweimal und das habe ich auch schon fleißig gemacht, nämlich hier gelb, das ist dann links vorne und ja, da seht ihr nämlich was, nämlich dass ihr fast nichts seht, außer diesen hier und ich glaube, das war da nicht noch einer da unten, nee, Schmarrn. Das ist der, den man dann irgendwie da rein versteckt. Ja, hat sie nämlich schon fleißig Fäden vernäht. Und auch ein bisschen nach der, also ich habe es zumindest versucht, ich glaube, an manchen Stellen sieht man es leider trotzdem, mit der Verdoppel die Masche vernähen von der Steffi von Feierabendfrickeleien. Und das ist, ja, glaube ich, besser als die Methode, die ich immer mache. Das ist, ja, genau, also. Linkes Vorderteil, also das kommt dann hier so hin. So. Auch fertig. Und da ich ja, wie gesagt, das letzte Mal schon gesagt habe, der Trick am zweiten Socken oder wenn man viele Teile strickt, ist, sobald man eins fertig hat, gleich das nächste. Und selbst wenn man nur ein oder zwei Reihen macht, anfangen, weil dann ist der Anfang gemacht und ja. Niemals aufhören, weil ja, das ist, wenn man bei einem All-You-Can-Eat-Buffet Pause macht, man kann nie wieder weiter essen. Wobei ich die eigentlich mittlerweile nicht mehr so mag, weil es einfach eine absolute Völlerei ist. Aber manchmal muss es einfach sein. Ja, und deshalb habe ich den, ich weiß gar nicht, welches Teil das jetzt ist, jedenfalls das dritte. Ich glaube, es müsste links hinten sein. Habe ich schon angefangen. Und ja, hier, das mache ich eigentlich zurzeit immer ganz gerne, aber ich werde es demnächst umspannen auf die Rundstricknadel, die hier schon bereit liegt. Und da bin ich jetzt dann schon so weit. Da muss ich noch zwei Reihen machen und dann kann ich schon wieder die nächste Farbe einfäden. Also genau, und das wird das grüne Teil. Und ja, und jetzt wollt ihr natürlich bestimmt wissen, warum strickt sie da dran so gerne? Und ja, es ist die Wolle schuld. Also im positiven Sinne schuld, weil das hier und auch die anderen drei Knäule
ist nämlich Wollmeise Blend und ich habe da vorher, ja doch, ein Tuch habe ich damit gestrickt, aber irgendwie habe ich das nicht mehr so in Erinnerung. Jedenfalls, es ist einfach so toll. Es ist wirklich echt toll und es macht so viel Spaß, damit zu stricken. Und das ist einfach, ja, ich möchte immer sagen, es ist saftig, aber es ist so schön, ja, so schön fasst sich es halt auch einfach an. Also es ist richtig schön weich, es kratzt absolut gar nicht. Ich meine, ich bin da ja auch so ein kleines Mimöschen, der da so ein bisschen empfindlich ist vielleicht, was Kratzen angeht, aber das kratzt überhaupt nicht. Also das macht einfach so viel Spaß. Also kann ich euch echt nur empfehlen. Und gesagt, ich stricke das ja, Mensch, aus diesen vier Farben. So. Und ja, es macht einfach süchtig. Und auch die Anleitung, also wenn man das dann mal verstanden hat, das Chart, und ich kann euch wirklich raten, strickt es nach diesem Chart. Also Moment, ich zeige euch das gleich nochmal, dass ihr seht, was ich meine. So. Das ist wirklich so wunderschön, wo man einfach stur abhaken kann, einfach sieht, aha, da muss ich jetzt das und das machen. Ist halt jetzt nur Back, Left, Gradle. Ah, genau, also ich stricke jetzt hin, das ist immer da, wo man es halt später hinsetzt, quasi den linken, oder den linken Rückenteil. So, jetzt haben wir es. Stricke ich gerade. Und man kann das wirklich abhaken. Das jetzt nur, weil vorher hat man ja das Zöpfchen quasi die Maschen nach vorne gelegt und jetzt legt man sie nach hinten. Weiß nicht, ob das jetzt zu viel verraten ist, aber wahrscheinlich jeder Stricker, der das dann sieht, weiß, in welche Richtung es gelegt wird. Ja, das ist da halt wirklich wunderschön beschrieben und auch, wann man die Farben wechseln sollte, wenn man das jetzt natürlich anders machen möchte oder es einfarbig strickt. Das ist ja zum Glück, kann man das ja machen, wie man möchte. Da ist es ja jedem frei überlassen. Das ist ja auch das Schöne, dass, ja, dass man es einzigartig auch machen kann. Das mag ich immer sehr gerne. Ja, so ist das. Und ja, es macht einfach so Spaß. Und auch in der Gruppe stricken wir das ja gemeinsam. Da ist das dann auch, gerade weil ich ja normalerweise, also man muss auch Short Rows machen, also verkürzte Reihen. So. Und da mache ich ja normalerweise die German Short Rows. Aber die Andrea Mowry macht die anderen, also eine andere Art. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch viele mehr, das zu machen. Und normalerweise finde ich die eigentlich nicht so toll. Und ich glaube, da ist es aber jetzt nicht so schlimm, weil, also man kettet dann damit die auch irgendwie mit ab. Und ich, ja, irgendwie, also ich finde nicht, dass es hübsch ausschaut, aber dadurch, dass man da, glaube ich, später nochmal die Blende drüber näht, wird man es nicht sehen. Aber ich persönlich finde die normalen, die German Short Rows sehr viel schöner. Aber auch das ist persönliches Empfinden und zum Glück kann das hier jeder so machen, wie er möchte. Und jetzt habe ich jedoch vergessen, die Anleitung reinzutun. Soll ja alles schön seine Ordnung haben. So. Dann habe ich noch was, und da habe ich euch jetzt extra ein Spoilerbild noch eingebaut, damit die, die vielleicht noch nicht den sechsten Hinweis, also ich habe den sechsten Hinweis fertig gestrickt, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass die jetzt sehen, ah, okay, lieber jetzt wegschauen und weiterspulen. Und zwar, ja, es hat mich auch gepackt, das Gnomfieber. Diese Gnome. Und diesmal, also das ist eine Anleitung von Sarah Shearer, Imagination Landscape. Ist eine Anleitung auf Englisch, die gibt es aber auch auf Deutsch, habe ich gesehen. Aber ich stricke sie halt lieber auf Englisch. Auch persönliches Empfinden einfach, weil einfach. Und da habe ich geschafft,
heute Morgen noch den Clou 6 und der Gnom heißt diesmal Gnome is where you hang your hat. Und sind wir mal gespannt, was da jetzt hier aus diesem kleinen Beutelchen herauskommt. Ist es nicht süß? Ist von der Knittingfee übrigens. Habe ich gesagt, Katzen will ich haben. Danke, einpacken, bitte. Und ich hoffe, ich krieg's jetzt hier raus. Ja, man hätte auch irgendwo so eine Nadelgarage. Aber das wäre ja blöd, wenn man die jetzt da verwenden würde. Gerade schauen. Hängen die noch beide da dran? Ja. Gut. Und ich finde, das sieht noch ein bisschen merkwürdig aus. Und ich stricke ja auch so unglaublich gern mit dem Nadelspiel. Also das war am Anfang schon ein bisschen ein Kampf gewesen. Aber jetzt mittlerweile geht's. Und so weit ist der Gnom bis jetzt. Also er sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ah, ich glaube, das ist vorne vielleicht. Und ich habe einen Tessel gemacht, meine erste Tessel überhaupt. Und ist sie nicht wunderschön? Und ja, ich habe vielleicht, weil ich dachte eigentlich so, als ich es nebeneinander gelegt habe, vom Kontrast her ist es genug, aber es ist halt ein zarter. Ein zartes Colorwork. Also, es mit Colorwork finde ich aber eigentlich ganz gut. Und ich habe das diesmal auf den zwei Fingern, also vorne quasi die Farbe, die mehr herausstechen soll, hinten die, die eher im Hintergrund sein soll. Also, deshalb meistens das Rosane vorne. Genau. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin auch eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, hier ist es jetzt nicht so wild mit dem, weil ich mache es ja dann schon teilweise sehr fest, ausnahmsweise. Aber hier bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Also ja. Und quasi das hier unten ist jetzt der sechste Clou. Und ja, man dachte schon erst, wie lang wird eigentlich diese verdammte Mütze? Und tja, sehr lang. Und ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Irgendwie bin ich mir noch nicht so ganz sicher hier mit dem Weißen. Also vielleicht, wenn ich es nochmal stricke. Was habe ich denn hier gemacht? Ja, ich glaube, das kommt später noch, dass der ein bisschen in Form gerät. Und ja, ich stricke das Ganze aus Minis von der Anike von Purl and Knit. Moment. So. Oh, jetzt hat sie sich und zwar aus diesen Farben. Also das hier ist quasi, na, das ist Farbe 1, das rosa eine Farbe 2 und das blaue Farbe 3. Ja, und ich bin schon echt mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Der nächste Clou kommt. Man lasse mich spicken. Am 25. Ja, sind wir mal gespannt, wie das, was es weiter wird, ne? Gnemo, glaube ich, heißt da, gell? Wobei ich immer irgendwie, ich glaube, meiner wird nicht Gnemo heißen, sondern Sir Gnomelord. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie schwirrt mir dieser Name die ganze Zeit schon im Kopf herum. So. Jetzt darfst du da wieder rein. Ja, wie gesagt, ich stricke so unglaublich gerne mit dem Nadelspiel, aber irgendwie ist das doch noch mal ein bisschen praktischer jetzt als der Magic Loop. Und deshalb darf dir das draufbleiben jetzt ausnahmsweise. So, ich blicke auf meine Shownotes, die ich mir gemacht habe. Und ich habe euch alles gezeigt, was ich momentan werke. Ich habe auch wieder was gesponnen. Aber das ist halt immer schwierig, das vom Spinnrad runterzubauen. Deshalb zeige ich euch das erst, wenn es fertig ist. Und weil ich war gestern, das kann ich euch gleich in dem Zug vielleicht erzählen. Ich war nämlich gestern wieder beim Spinntreff in Markt Schwaben gewesen. Und es war wieder sehr interessant und vor allen Dingen sehr nett gewesen. Weil das ist, ja, es ist halt einfach schön, wenn man so ein Strick, Spinnen, Handarbeit, was auch immer, Kreis hat, wo man sich einfach austauschen kann. Auch am Buff also Buffet. Also es ist nicht so, dass wir da nur essen. Wir also arbeiten auch was.
Und ich habe, weil ich bin ja momentan noch daran, den Adventskalender, also den zweiten Adventskalender von der Steffi von Steffis Wolle zu verspinnen und die Farbe Hölle. Und da habe ich es jetzt geschafft, Tüte 16. Also habe ich gestern drei Tütchen geschafft. Ja, genau. Also bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Und ja, mal schauen, wie weit ich da das nächste Mal komme. Also ich möchte erst, zumindest beim Spinnen, möchte ich schaffen, dass ja, eine Monogamie herrscht. Das sagt sie jetzt. Man sieht, was im nächsten Video passiert. Ja, aber nee, da mag ich es wirklich schaffen. Und ja, genau. Ja, da kann ich euch auch gleich ein bisschen Zuwachs zeigen. Da wollte ich eigentlich auch wieder ein Unpacking machen, aber ich war dann so aufgeregt, dass es vielleicht nicht mehr bis zum Unpacking gekommen ist, weil ich doch das Paket gleich aufreißen musste. Und zwar habe ich bestellt bei der lieben Charlene von Regenbogenwolle. Der folge ich nämlich auf Instagram. Und Instagram, muss man sagen, ist Fluch und Segen zugleich. Es werden wunderschöne Sachen dort gezeigt. Und sie sind so wunderschön, dass man sie am liebsten alle haben möchte. Und ja, da habe ich dann zugeschlagen. Und ab einem bestimmten Wert durfte man dann sich zwei, ja nicht Kostproben, aber sowas ähnliches, Teste zum Testen halt raussuchen. Finde ich dann auch ganz interessant. Ne? Da ist ein Faden. Und da habe ich einmal rausgesucht, BFL Muga-Seide, Tussa-Seite. Seide. Und das ist dann eigentlich auch ganz nett mit so einem Kärtchen. Und so ist das Pröbchen. Also echt, es fühlt sich so flauschig an. Und ja, bin ich schon am Überlegen, ob ich das nicht vielleicht mit einer der Handspindeln mal mache. Aber am Spinnrad geht es natürlich schneller, ne? Also das fand ich schon total süß. Auch in dem Beutelchen. Dann war noch ein Beutelchen dabei zum Testen. Na? Und das ist Mahashia. Das ist auch immer ganz cool, weil da hat sie dann immer so einen Spruch noch mit dabei. Und das ist jetzt Southdown Sari Seide, Tussa Seide. Und wie gesagt, hier auf den Kärtchen ist das nämlich echt cool, weil da hat sie nämlich dann schon, dass man eben die Lauflänge, das Gewicht und Bemerkungen noch dazu schreiben kann und dann kann man das gleich so als Tag benutzen. Da, ah, ich glaube, das ist von dem Tütchen, ja. Habe ich dieses bekommen, ist auch sehr cool. Also da bin ich auch schon echt mal drauf gespannt. Ja, und dann geht auch da wieder so hübsch rein. Ja, jetzt hat man es ausgepackt. Ja, und dann hat sie mir noch, das fand ich auch total cool, hier nämlich so Knöpfe noch reingepackt. Also hier verschiedene Schmetterlinge und so welche. Finde ich auch total cool. Und da ist jeder Schmetterling anders. Ah ne, zweimal der gleiche, aber ich hoffe, ihr seht es. Ja, auch total süß. Vielen Dank übrigens, liebe Charlene. So, und dann wollt ihr natürlich wissen, was noch drin war im Paket. Und zwar, ich zeige euch erstmal das Schwierigere, also vom Auspacken her. Zwar habe ich mir gekauft ein Bett. Der Zettel ist schon wieder runtergefallen. Und zwar, oh, ist das so wunderschön. Ja, Meeresblau schon fast. Und das fasst sich auch unglaublich schön an. Also echt wunderschön. Das ist Winter Nights Merino-Seite, Blütenstiel-Seite und Lama.
Da bin ich echt schon mal drauf gespannt und würde es am liebsten sofort anspinnen. Aber nein, wir bleiben monogam. Genau. So, wieder rein mit dir. Oh Gott, das wird doch nicht funktionieren. Dann habe ich mir noch bestellt, das war Targi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar, das hatte sie auch geschrieben auf Instagram, dass sie das eben irgendwie, glaube ich, aus Amerika dann importiert hat und davon eben nicht so viel hat. Und sowas lockt einen natürlich magisch an. So, was? Es ist irgendwie, es gibt nur wenig davon. Ich will es sofort haben. Auch wenn es mir nicht gefällt, es gefällt mir sehr gut. Ich muss es unbedingt haben, weil es gibt nicht so viel davon. Nein, und da wollte ich eigentlich eine andere Farbe haben, aber wie es denn manchmal so ist, ich glaube, das können die Online-Händler dann auch immer nicht beeinflussen, dass wenn es zum Beispiel zwei oder drei Personen gleichzeitig in ihren Warenkorb packen und auch gleichzeitig, also relativ gleichzeitig per PayPal bezahlen, dass es dann eben vorkommen kann, dass es insgesamt einen gibt. Und aber drei bestellen und auch bezahlen. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch nicht so ganz steuerbar, hat mir jetzt die Charlene dann erklärt. Und ja, dann hat sie dann gesagt, ja, Entschuldigung, die Farbe ist aus. Und dann habe ich, magst du nicht was anderes haben? Und dann habe ich gesagt, ich wollte aber genau die Qualität halt haben und habe mich dann für, das hört sich jetzt an, für die zweite Wahl, aber man hat ja dann so manchmal dieses, ach, das will ich unbedingt haben und wenn das nicht mehr da ist, dann will ich aber das andere unbedingt haben. Und ich wollte das dann unbedingt als zweites haben. Und das ist der Rittersporn. Weil, also das habe ich ja schon mal gesagt, ich einfach jetzt gerne teste, wie sich so die verschiedenen Qualitäten dann verhalten. Und auch so vom Spinnen her, dann später vom Verstricken, das finde ich momentan sehr interessant. Und ja, gesagt, das ist der Rittersporn, Tagi. Dann hat mich noch unglaublich angelacht und es sieht fast noch viel wunderschöner aus als auf Instagram. Dieses hier. Und ich hoffe, ihr seht den Glitzer. Ich bewege es mal so ein bisschen. Ah, da stehen schon die Härchen weg. Und zwar ist das hier jetzt Chasing Pirates. Und das ist Merino-Seide, nee, Merino-Seide und Angelina. Und 5%, Nylon. Und es ist auch so wunderbar weich. Oh, ist das so schön. Ja, also wie gesagt, ich bin ein bisschen ausgerastet. Wer sowas nicht sehen möchte, der schaltet jetzt erstmal ab. Und dann, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aus welchem. Gab es noch das Lapis Ocean? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das ist Merino, Lama, Blütenstiel, Seide und Suri-Seide. Und das hat sie, glaube ich, irgendwie zusammen dann gezwirnt mit dem hier. Da muss ich sie entweder nochmal anschreiben oder nochmal schauen. Ich glaube, bei Instagram hatte sie das geschrieben. Und es ist auch so wunderbar. Und dann ein letztes noch, dann habt ihr es auch geschafft. Und das, also die Farbe, ich weiß nicht, da muss ich es eventuell auch noch mal nachbestellen, weil sie ist so schön. Es, also sie ist wirklich in echt noch wunderschöner, als wahrscheinlich die Kamera das jemals einfangen kann. Und zwar ist es Dark Ocean. Und das ist so ein richtiges, schönes Dunkelblau kurz vor Schwarz. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig schön sehen könnt. Hier sieht man es vielleicht noch mal da. Ist dann hier mal so blauer Schimmer drin und es ist einfach. Oh. Und was ist das? Ah, das ist auch Merino-Seide, Blütenstiel-Seide und Lama. Also da bin ich echt schon mal gespannt und ich weiß noch gar nicht, welches ich dann zuerst anspinnen möchte, wenn ich mit dem fertig bin. Da hilft nur eins, mehr Spinnräder müssen ins Haus, weil dann kann man das rechtfertigen, dass man hier mehrere Sachen anspinnt. Nein, das wollen wir erst mal gar nicht anfangen. Ja. Das war die Faserausrastung, meine Damen und Herren. Ja, das ist so richtig, oh, wunderschön. Also sie macht schon echt unglaublich tolle Sachen. Das muss man schon sagen.
hier mal wieder schön einpacken. Zup, zup, zup. Ja. Und dann ist noch gekommen der zweite Strang vom Yarnclub von Rock the Wool. Da habe ich euch ein Unpacking-Video gemacht, das füge ich euch jetzt ein. Packen wir doch mal den zweiten Garnclub von der lieben Dani von Rock the Wool aus. Ich habe schon mal hier das an der Seite aufgeschnitten. Jetzt schauen wir mal. Ich bin schon ganz gespannt. Okay, es ist ein grüner Klumpen erstmal. In grünes Papier eingepackt. Und hier ist noch ist wieder was Wunderschönes dabei. Eine schöne Geschichte wieder. Wir sind diesmal auf der Isle of Skye angekommen. Nee, Isle of Skye. Oh, Entschuldigung, gleich wieder versaut. Und dann packen wir das doch mal aus. Was sie da Wunderschönes eingepackt hat. Ach, ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, es raschelt jetzt nicht so viel und ihr könnt mich gescheit hören. Aber ich muss hier rascheln. So. Ach, da sehe ich schon wieder was Schottisches rausgucken. Wow, schaut euch das doch mal an, bitte. Hallo? Moment, ich tue das mal. Wow. Jetzt fällt es dann wahrscheinlich gleich. Nein. Wow, das ist echt cool. Ich halte es euch mal näher hin. Wahnsinn. Oh, und was ist hier noch dran? Da ist was dran gebunden noch. Oh, cool. Das ist so eine Schere. So ein Knipser. Ich hoffe, ich verletze mich jetzt hier nicht. Das wohl so ausschaut wie zum Schafe scheren. Das ist ja cool. Und auch immer sicher verpackt. Hier drinnen aufbewahren, weil es soll Menschen geben, die sich an allem verletzen. Yay, cool, vielen Dank. Vielen Dank. Und was haben wir hier? 2. 75% Merino, 25% Polyester. Oh, das ist echt schon wunderschön. Hier mit so wunderschönen braunen Sprenkeln auch. Und dann dieses Hellblau. Oh. Wenn man es nur selber könnte, gell, dann hätten die Wollmenschen, könnten ja nichts mehr verkaufen. Deshalb ist es gut, dass nicht jeder alles kann. Ne? Wow, cool. Dankeschön. Okay, und dann war das noch nicht das Letzte, weil ich glaube, auch dieses Jahr funktioniert das mal wieder nicht mit diesem, oh, ich stricke nur aus dem Stash. Ja, sind wir doch ehrlich, es wird nicht funktionieren. Weil, ja, einfach weil nicht. Das ist genauso wie, ich esse ein Jahr lang keine Schokolade. Schrecklich sowas. Eine Welt ohne Schokolade und ohne Wolle ist keine schöne Welt. Kann ich dazu nur sagen. So, denn, und vielleicht werden mich jetzt manche dafür nicht mehr so ganz mögen, aber ich war halt schnell genug und habe gesagt, ich will das und das ist mir vollkommen egal, ich will es haben. Bitte, weil man muss, egal wenn man irgendwas möchte, immer bitte und danke natürlich. Und zwar hatte die Annike von Pearl & Knit ein Shop-Update. Und die letzten Male konnte ich mich ja eigentlich noch einigermaßen beherrschen, bis halt auf das Lemuren-Set. Das musste ich haben, weil Katas, hallo. Aber diesmal gab es kein Halten mehr. Ich habe das auf Instagram gesehen und habe gesagt, ich muss es haben. Bitte. So. Und zwar sind das wohl so, ich erkläre euch gleich, was das für welche sind. Oh, schaut euch das doch mal an, bitte.
Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfangen kann. Das ist ein ganz wunderschönes, dunkles Rot. Und ja, ich habe diese Strenge bekommen. Es tut mir echt leid. Also eigentlich jetzt nicht, aber die sind halt so schön. Und hallo, es ist genau meine Farbe. Ich musste sie haben. So, ich zeige euch das jetzt mal. Also, ah ja, so ist das besser. So, also ich hoffe, ihr seht das gescheit. Das ist wirklich, ja, so ein richtig dunkelrot, Bordeauxrot. Und das sind jetzt zum Beispiel drei Stränge. Also die Anike, die verschwendet ja nichts. Das hat sie mir mal erklärt. Das finde ich auch, wie gesagt, auch das finde ich immer ganz faszinierend. Auch wenn ich selber nicht kann, finde ich das immer ganz faszinierend, was da zum Beispiel auch durch Zufall für solche Sachen, was da entstehen kann. Und zwar sind es wohl solche Stränge, wenn sie jetzt was Bestimmtes gefärbt hat. Sie verwendet ja, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, sie verwendet ja das Wasser immer noch mal wieder, also fängt es dann auf, wo ja aber noch die Farbpartikel drin sind, das, was die Wolle, die da vorher drin war, nicht aufnehmen konnte. Und dann zum Schluss, um halt nichts zu verschwenden. Und das, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht so viel ins Grundwasser geht. Wie gesagt, ich bin keine Färberin, man sehe es mir nach, wenn ich jetzt Quatsch erzähle oder Schmarren. Und da legt sie halt dann des Öfteren mal den einen oder anderen Strang in diese Restsuppe, nennen wir es mal, rein. Und da ist halt wohl diesmal dieses rausgekommen, um es nochmal in die Kamera zu halten. Und ja, und da weiß sie zum Beispiel selber überhaupt nicht, was da rauskommt. Und ich glaube auch nicht, dass sie das dann nochmal färben kann. Annike, wenn das nicht stimmt, gerne unten drunter kommentieren. Aber das sind halt wirklich Zufälle und das ist jetzt Red as a Bitch. Hätte man das piepen sollen? Nein. Ich kann ja nichts dafür, wenn das Ding so heißt, ne? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und das ist wohl diesmal auch nicht die normale 80-20, sondern das ist 75% BFL und 25% Polyamid. Und ich glaube, das werde ich mit irgendeinem hellen Strang kombinieren. Wobei bei Rot, ich glaube, da können die Färber oder auch generell bei dunklen Farben, da können die Färber das auch, glaube ich, noch so gut fixieren und auch auswaschen. Es kann halt passieren, dass es immer mal so ausblutet, ne? Ja, so viel dazu. Ja, Mai. Ich war halt schnell. Ausnahmsweise hatte ich mal Glück. Und das wurde mir nicht aus dem Warenkorb wieder rausgerissen, aus meinem Einkaufswagen, gell? Der Monikal, der startet ja am 1.3. Und da stricken wir, ja, sagen wir mal, bis Ende August oder offenes Ende. Aber normalerweise bis zur Wollkur haben wir uns gedacht, also bis zum 29.8. stricken wir fleißig die Anleitungen von der Monika Kaulen, weil sie halt so wunderschöne Anleitungen macht. Und ich habe mir jetzt schon was rausgesucht, was ich machen möchte. Ich sehe gerade, das glitzert ganz unglaublich. Das sah vorhin, als es hier alles auf dem Boden verstreut war, meine ganze Stashwolle, also zumindest diese Stashwolle, hat das nicht so geglitzert. Und zwar bin ich die Fraktion Tuch und Socken. Also ich werde wahrscheinlich, ich meine, den Pulli finde ich auch wunderschön, aber irgendwie habe ich momentan eher Lust, ein Tuch zu stricken. Was eventuell auch daran liegt, dass ich vielleicht gerade so viel Pullover auf den Nadeln habe und da eventuell auch nächstes Wochenende noch mal einer dazukommt. Das erzähle ich euch aber dann beim nächsten Mal wahrscheinlich. Was machst du denn? Ach, du kannst da rein. Und zwar werde ich füge euch dann gleich ein Bild ein. Das normale, also das Ursprungstuscha 1 stricken. Und das ist ja so ein Zwischending zwischen Tuch und Schal. Also das hat dann so irgendwie die Form, wenn ich das jetzt richtig beschrieben habe. Und ich werde das
aus diesen zwei wunderschönen Strängen machen. Und wie gesagt, hier bei dem ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass der glitzert. Und zwar ist es der Septemberstrang. Ich weiß gar nicht, ist der von letztem Jahr oder von vorletztem Jahr? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Jedenfalls, er glitzert. Er ist wunderschön und glitzert. Und ist 75% Merino, 20% Polyamid und 5% Stilliner Bronze. Und dazu werde ich nehmen den, das ist aus dem, ich glaube, Disney Club war das gewesen, ist es nämlich Mickey und Minnie in Love. Und das hat mir so gut gefallen. Das ist dann manchmal wirklich, also ähnlich wie es da hier mit dem Fade passiert ist. Ich habe das ja hier alles auf meinem Boden ausgebreitet und mir dann die Dinger rausgesucht. Und das hat sich wieder mal von alleine ergeben. Also irgendwie hatte ich vorher erst was anderes gehabt. Und dann ist dieses passiert. Das ist dann so auf einmal so schwupp, schwupp. Und ja, da war es. Also ja, einfach mal was versuchen, ne? Und ich habe mir bis jetzt zwei Sachen rausgesucht. Wahrscheinlich werde ich aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen und vielleicht den Pulli auch noch anschlagen. Vielleicht sogar mit, mit diesem hier. Genau, also das wird das, die Mutter aller Tuschas sozusagen. Tuscha 1 ist übrigens eine, oder das sind alles kostenlose Anleitungen. Und ja. Los geht's am 1.3. Und das habe ich jetzt letzte Mal schon gesagt, da die Monika so eine liebe Person ist, mag sie dafür nichts haben, aber ja, sie hat halt, da ihr Vater an Krebs gestorben ist, ja, bittet sie halt darum, dass man da eventuell eine kleine Spende abgibt. Wie gesagt, vollkommen freiwillig, weil. Manchmal hat man ja auch das Gefühl, es steht jetzt mittlerweile an jeder Ecke einer von wegen hier spenden, da spenden. Und natürlich verstehe ich das. Ich meine, ich habe halt auch mein Gehalt und natürlich, man kann nicht allen helfen, aber man kann sich jedes Mal wieder neu entscheiden, möchte ich oder möchte ich nicht und wie viel möchte ich geben. Und das ist alles vollkommen in Ordnung. Also genau, so viel dazu. Und das verlinke ich euch aber alles natürlich noch. Und ja. Es wird wahrscheinlich in meiner Ravelry-Gruppe dann auch den einen extra Thread dazu geben, dass ihr euch auch da austauschen könnt. Sonst läuft es halt meistens über Instagram. Und genau, und dann werde ich noch die Freundschaftssocken stricken. Die blende ich euch auch ein. Und ich bin total rebellisch. Ich stricke das nämlich nicht, weil den habe ich natürlich auch da, aus dem. Aus dem Kolibri aus der Anleitung. Nein, ich stricke das aus einem anderen. So. Mal gegen den Strom schwimmen. Und er sieht auch voll anders aus. Den ich verwenden werde. So. Nämlich. Ich werde nämlich den hier verwenden. Weil irgendwie habe ich Lust, das zu verstricken. Und das hier ist einer. Ich glaube, der ist auch aus dem Weihnachtsset oder irgendwie, als ich nämlich hier mal meine ganzen Minis aus den Socksets rausgerissen habe, blieb der, glaube ich, übrig. Und das ist ja eigentlich auch so eine ähnliche Farbe, wie es die Monika in der Anleitung verwendet. Und gesagt, ich nehme diesen Kolibri hier. Genau. Und genau, es sei natürlich noch dazu gesagt zu dem ganzen Kall. Es ist sozusagen fast alles erlaubt. Beschimpfungen sind nicht erlaubt. Oder sich mit Wattepüscheln beschmeißen, solche Dinge bitte nicht. Weil auch mit Wattepüscheln, wenn man lang genug auf jemanden damit schmeißt, könnte er vielleicht bluten. Also, wie gesagt, das, sowas ist nicht erlaubt, aber sonst könnt ihr natürlich mit der Wolle von der Anike stricken. Die hatte jetzt auch ein Shop-Update gehabt. Ich weiß gar nicht, hätte man vielleicht auch mal schauen können. Gell? Aber sie hat mit Sicherheit noch was im Shop. Oder zum Beispiel, ihr könnt auch jederzeit einsteigen. Also es startet jetzt am 1.3.
Und ihr könnt aber auch zum Beispiel euch selber Wolle färben. Da hat ja die Webetante, also Bernadette und Frank, haben da schöne Sets angeboten. Wenn jemand das mal ausprobieren möchte oder vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat, aber vielleicht noch nicht mit den Farben oder was weiß ich denn. Also da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es es jetzt noch gibt, aber vielleicht auf Nachfrage, also wenn es es nicht mehr gibt, gerne bestimmt mal nachfragen. Gibt es Färbesets? Ihr könnt euch natürlich auch, weil wir jetzt, das wäre es eigentlich noch gewesen, noch einen Spinner im Boot hätten. Ihr könnt euch auch selber Wolle spinnen, weil, ja, vielleicht, wenn man schnell ist, schafft man auch das für den Pullover. Ihr könnt auch Stash-Wolle nehmen. Also es ist jetzt kein Zwang, dass ihr unbedingt die Wolle von der Anike nehmen müsst. Sie freut sich natürlich, aber es ist jetzt, wie gesagt, kein Zwang, um Gottes Willen. Es ist einfach ein schönes Miteinander stricken. Es geht auch nicht darum, schneller, weiter, höher, sondern einfach, hey, die Anleitungen von der Monika gefallen uns, wenn sie uns denn gefallen, weil es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagt, ja, meins ist es jetzt nicht. Kann ja auch immer sein. Also ich habe auch schon ein paar Anleitungen gestrickt, die gut geschrieben sind, aber wo mir einfach das Endergebnis nicht gefällt. Was aber, wie gesagt, um Gottes Willen nichts mit der Anleitung zu tun hat. Das ist halt einfach, ja, dafür ist halt jeder Mensch verschieden und jede Anleitung. Und es ist ja zum Glück auch alles in Ordnung. Also, wie gesagt, der Karl startet am 1.3., also in einer Woche. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn so viele wie möglich mitmachen. Also die Monika Kaulen hat die wunderschönen Anleitungen geschrieben. Auch zum Wollkur-Pullover. Ich habe gesehen, manche haben auch schon ganz viele und schöne Kombinationen entweder bei der Anike gekauft oder sich selber was zusammengestellt. Also ich finde es ja auch immer total faszinierend, mit was für schönen Sachen ihr dann auch um die Ecke kommt, weil ja, man selber hat da ja natürlich immer so sein Farbmuster und denkt sich dann bei manch anderen so, und dann wird es gestrickt und dann sieht es total geil aus. Ja, und das, auch das finde ich wunderschön bei unserem Hobby. So, genug. Jetzt fliegen dann wirklich gleich vor lauter Kitsch hier noch die Vögelchen, die gezeichneten Vögelchen und Herzchen und was weiß ich was durchs Bild. Ja, also wer mitmachen möchte, kann gerne mitmachen. Wer nicht mitmachen möchte, ist auch vollkommen in Ordnung. Alles kann, nichts muss. So. Und wie gesagt, ich werde mit einem Tuch und einem Paar Socken starten. Last but not least, ein kleines Wollkor-Update wieder, also zu unserem Fest in Mainz am 29.08. diesen Jahres. Wir sind gerade in der heißen Planungsphase für die Kurse. Und also es sind schon richtig spannende dabei, wo ich mir selber schon gedacht habe, oh verdammt, wenn ich nicht mit vielen anderen Sachen wahrscheinlich beschäftigt sein werde, würde ich den Kurs auch gerne mitmachen. Es ist, seid gespannt. Da kommt wirklich was Schönes auf euch zu. Ich weiß nicht genau, wann wir die dann online stellen werden, aber es bleibt spannend. Online-Tickets könnt ihr immer noch kaufen und ja, empfiehlt sich auch, das vorher zu kaufen, denn da sind sie noch mal einen Euro günstiger als so die Kosten normalerweise im Internet jetzt momentan im Vorverkauf 6 Euro. Und an der Tageskasse dann 7 Euro. Und da könnt ihr dann von 11:30 bis circa 22 Uhr, also viele Stunden, vollkommen ausrasten und dekompensieren. Ja. Und ja, also keine Angst, wenn wir dann auch den Tag vorher das Online-Ticket ausschalten. Oder ich weiß gar nicht, ob wir es ausschalten, weil man kann sich ja eigentlich trotzdem noch Karten kaufen. Das müssen wir uns mal noch überlegen. Jedenfalls vor Ort könnt ihr auch noch Karten kaufen. Also es ist nicht so, dass die rationalisiert sind oder so. Genau, ja, und wir sind schon, wie gesagt, sehr aufgeregt und gespannt. Ja, und ich werde euch das natürlich gleich die Neuigkeiten weitergeben. Wenn es wieder was Neues gibt, nur dass ihr schon mal so ein bisschen informiert auch seid, wie ist der Stand der Dinge. Und ja, es bleibt spannend. Ja. Was war sonst noch?
Ja, letztes Wochenende, da war ein bisschen Spektakel bei der Wollmeise gewesen. Ich vermute mal, wenn ihr zum Beispiel den Podcast von der Melli gesehen habt, die hat schon ein bisschen was berichtet, also von Melli komme, was wolle. Da haben wir nämlich die Annike ein bisschen überrascht. Sie wurde entführt sozusagen und dann haben wir uns alle bei der Wollmeise getroffen. Also ja, die Melli von Komme, was wolle, die Michelle vom strickenden Faultier, die Meisenheidi samt Donauwen. Ja, beste Donauwen aller Zeiten. Die Viola, die Bodolina Astrid, die Annike natürlich. Ich war auch da. Ja, das war echt total lustig gewesen und total schön und bunt. Ja, aber ich denke mal, da wird dann ich weiß nicht wann, die Annike in ihrem nächsten Podcast noch ein bisschen was erzählen, die Michelle vielleicht auch. Und ja, das war echt wunderschön. Ja, dann, was gibt es noch zu berichten? Ja, wie gesagt, nächstes Wochenende startet dann der Kall. Und ich bin echt schon wirklich auf eure Kombinationen gespannt. Und ja, ich glaube, das war es erstmal für diesen Monat. Das muss auch reichen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne entweder ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im März wiedersehen. Ich überlege gerade, nee, dann noch nicht bei der H&H. Ich glaube, davor schaffe ich es nochmal. Ja, also dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.